man wird es in den Griff bekommen, weil es gibt keine Alternative. Scheitern ist keine Option, sonst ist es vorbei mit unserer Welt, mit der Wirtschaft, mit den Finanzmärkten. Das heißt, die Notenbanken werden jede Liquidität bereitstellen. Sie werden auch im Zweifelsfalle Inflation schleifen lassen, was auch nicht gesund ist, um die Finanzstabilität zu wahren. Aber das ist wie ein Vulkan. Man schlägt oben einen riesen Korken rein und der will aber raus. Man muss immer stärker draufschlagen. Nur irgendwann ist es vielleicht dann übertrieben, dann kann man es nicht mehr retten. Deshalb bräuchte man jetzt eben die Zusammenarbeit, aber die sehe ich wirklich nicht. Die Quadratur des Kreises wird bei der Bankenregulierung weltweit eben nicht passieren. Also mehr Inflation ist die Folge, ja, für den Preis, dass man mehr Finanzstabilität zumindest auf kurze Zeit gewähren kann. Sagt Robert Halber, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Bitte sehr.